Ja, für wie stehen Sie denn jetzt? Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? In Ihrer Partei kommen eindeutig Stimmen, dass Sie gegen Uploadfilter sind. Und jetzt haben Sie im Rat und beziehungsweise auch vorher Ihre Fraktion im Europäischen Parlament, haben Sie für diese Richtlinie gestimmt. Also kennen Sie doch mal Farbe. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ja, Urheberrechte sind wichtig, gar keine Frage. Geistiges Eigentum ist wichtig. Und dass das auch Aufgabe des Staates ist, diese Rechte zu schützen, ist unstreitig. Ja. Aber nicht jeder Zweck heiligt jedes Mittel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das gilt auch für Sie. So, moin moin und willkommen aus dem Reichstagsgebäude. Wir sind hier über dem Bundestag und ich habe hier zu Gast den FDP-Politiker und Abgeordneten Roman Müller-Böhm. Ich grüße dich erst einmal und schön, dass das hier zustande gekommen ist. Meine erste Frage, du warst bei Artikel 13 ja auch jetzt auf Bundesebene mit dabei und hast debattiert. Wie hast du erstmal die Debatte wahrgenommen im Bundestag zu Artikel 13? Ja, hi erstmal und auch freut mich, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Damals war es unglaublich aufgeheizt. Also ich kann mich selten an eine Debatte erinnern, an dem wir wirklich selber auch da unten so richtig mal in Wallung gekommen sind, ja, und so emotional wurden gegenseitig, dass wir uns da so angeschrien haben, weil das Thema natürlich extrem aufbrausend war. Irgendwie war wochenlange Berichterstattung und dann war es aus meiner Sicht am Ende echt so, ich konnte nicht mehr glauben, dass halt eben SPD und CDU die ganze Zeit erzählen, sie wollen keine Uploadfilter und am Ende tragen sie genau das mit. Und dementsprechend ist die Debatte dann auch sehr, sehr offensiv und emotional verlaufen. Ab welchem Zeitpunkt hast du denn gemerkt, Artikel 13, das wird ein großes Thema, damit sollte man sich dringend beschäftigen? Also das war im Grunde schon direkt von Anfang an, als ich in den Bundestag gekommen bin. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, eine der ersten Sitzungen im Rechtsausschuss dann noch, nicht im Plenum, nur im Rechtsausschuss, war dann halt ein Bericht der Regierung genau zu der Urheberrechtslinie. Und wir haben halt schnell gemerkt, okay, also irgendwie stimmt da was nicht. Die sagen die ganze Zeit, da soll raus, aber die tun nichts. Also da ist die ganze Zeit die Regierung gesagt, die wollen das rausverhandeln. Aber am Ende des Tages blieb es da drin. Und es wurden eigentlich immer nur neue Ausreden gesucht, warum das irgendwie drin bleiben muss. Und dann habe ich halt schnell gemerkt, okay, das muss man auch öffentlich groß machen, weil ansonsten ist irgendwann der Zug abgefahren und es gibt sich gar keine Chance mehr, nochmal wieder dran was zu ändern. Jetzt hat ja dann auch die FDP abschließend geschlossen gemerkt, dass etwas verkehrt läuft mit Artikel 13 oder jetzt Artikel 17. Am Anfang sah das ganze Bild ein bisschen anders aus. Im EU-Parlament, ihr habt drei Abgeordnete von der FDP, der eine stimmt dafür, der andere dagegen, der dritte enthält sich. Ja. Wie kam es dazu? Ja, das war eine extrem bedauerliche Geschichte. Man muss sicherlich fairerweise sagen, dass Stand jetzt auch diese drei Abgeordneten nicht erneut wieder fürs Parlament aufgestellt wurden und jetzt da auch, ich sag mal, Konsequenzen gezogen wurden. Aber es war kein gutes Bild. Ich kann nur sagen, dass am Ende des Tages es keine gute Kommunikation hier zwischen der Partei in Deutschland und unseren Vertretern in Brüssel gab. Das haben wir auch gemerkt, das müssen wir verbessern. Aber als es dann final wurde hier und auch in Brüssel, auch bei der finalen Schlussabstimmung dann im Europäischen Parlament, haben wir dann geschlossen abgestimmt und die Sache war dann für uns ziemlich klar. Jetzt steht nun die Europawahl im Raum, die wird ja jetzt auch bald stattfinden und du bist jetzt kein EU-Abgeordneter, aber du bist ja FDP-Politiker. Wie nimmst du den Europawahlkampf wahr? Ja, leider noch, ehrlich gesagt, sehr zurückhaltend. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt sehr viel über Europa diskutieren. Eigentlich sind nach wie vor die nationalen Themen hier in Deutschland doch sehr, sehr stark überwiegend. Beispielsweise jetzt das Einwanderungsgesetz etc. Ja? Aber halt nicht wirklich der Europawahlkampf. Dabei wäre es so wichtig, denn ich kann immer sagen, wer will, dass sich etwas ändert, dass wir unsere auch großen Strömungen, politischen Strömungen, sich in unserem Interesse entwickeln, der muss da mitmachen, weil ganz, ganz viel inzwischen eigentlich aus Brüssel mitbestimmt wird und nicht mehr hier nur noch im Bundestag gemacht wird. Deswegen eine ganz wichtige Debatte, die wir führen müssen, die leider noch zu wenig geführt wird. Wie viel Prozent bekommt ihr, deine Einschätzung? Das ist jetzt immer diese Gretchenfrage, ne? Da kann man Politiker wunderbar mit ärgern. Also ich hoffe mal auf 10%. So kann ich es nochmal vielleicht formulieren. Auf jeden Fall so um die 9-10% wäre schon schön, ja.
Ja, meint ihr, ihr habt Aufwind bekommen durch eben jetzt auch Artikel 13 im Endeffekt? Also ich weiß auf jeden Fall, dass schon viele Leute gesagt haben, okay, das ist zumindest schon mal eine Partei von den dreien, die es ja gab, die das überzeugend vertreten haben, dass sie wirklich gegen Uploadfilter sind. Also ich glaube, das können wir uns schon auf die Fahne schreiben jetzt, dass das für uns ein klares Ziel ist, die auch wieder loszuwerden. Hoffe ich, dass es, wenn es Leute gibt, die Uploadfilter verhindern wollen oder beziehungsweise jetzt dann wieder abschaffen wollen, dass sie für die FDP sich erwärmen können und vielleicht da am Wahltag ein Kreuzchen für finden. Nun ist die Artikel 13 Nummer im Brunnen gefallen. Jetzt geht es um die nationale Gesetzesgebung. Also die Richtlinie ist ja jetzt quasi auf EU-Ebene beschlossen. Jetzt wird das jetzt in nationale Gesetze gegossen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft jetzt quasi der Arbeitsablauf ab? Es ist normalerweise jetzt so, dass das Ministerium, das verantwortlich ist, das ist jetzt das Justizministerium in dem Fall, sich jetzt dann hinsetzt und ein nationales Gesetz daraus macht. Sprich, es gibt ja hier schon ein Urheberrecht und es gibt ja hier auch andere Vorschriften, Kunsturheberrecht etc. Das muss dann jetzt alles verändert werden im Sinne dieser Richtlinie. Und es gibt da ja auch schon ein paar Vorschläge, die Union hat welche gemacht, jetzt man jetzt sagen soll, okay, damit Uploadfilter verhindert werden könnten, müssen die ganzen Portale jetzt also so zwangsweise Verträge abschließen, wo die Vergütung mit dann läuft. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Es gibt aber auch noch etliche andere Möglichkeiten. Leider muss man aber deutlich sagen, um die Uploadfilter selber drumherum kommt man nichts. Denn um die rechtliche Haftung für die Unternehmen auszuschließen, müssen sie solche Filter installieren. Das ist eindeutig jetzt erstmal so vorgeschrieben. Da kann auch hier der Bundestag sich auf den Kopf stellen. Das müssen wir so umsetzen. Aber wir werden mal sehen, was sich dann die Regierung dabei so denkt. Weißt du vielleicht, was man auf EU-Ebene noch tun könnte, jetzt vielleicht in der nächsten EU-Legislatur? Ja. Hast du da irgendwelche Vorstellungen, was vielleicht auch die FDP dort vielleicht noch unternehmen könnte? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine unserer ersten Initiativen es sein wird, dass wir uns an einem Antrag mitwirken würden, wenn die Kommission das sagt, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, müsste ja mitspielen, an einem Antrag mitmachen würden, dass die Uploadfilter sofort wieder abzuschaffen sind. Da denke ich mal, wären wir sofort dabei. Das Problem ist nur, und das verstehen viele nicht so ganz, weil denen das nicht klar ist, in Europa, in Brüssel, darf nicht ein Abgeordneter oder eine Fraktion einen Antrag stellen, sondern es muss immer von der Kommission vorgeschlagen werden, also quasi die Regierung dort. Und das ist irgendwie ein bisschen absurd, das ist eigentlich nicht so richtig demokratisch, aber dadurch muss man so ein bisschen gucken, was die Kommission macht. Aber ich kann mir gut vorstellen, sollten wir vielleicht zum Beispiel eine Mehrheit bekommen im Europäischen Parlament, weil ja jetzt auch Macron mit En Marche halt eben unsere alte Partei in Europa zusammenkommt und wir vielleicht dort Mehrheiten bilden könnten, hat das ja auch Auswirkungen auf die Kommission und vielleicht können wir dann dadurch Uploadfilter auch wieder schnell abschaffen. Okay, das heißt, es steht uns noch einiges bevor, wenn es um Uploadfilter geht und das letzte Wort ist auch noch nicht gesprochen und man kann hoffen, dass auf nationaler Ebene das Ganze vernünftig umgesetzt wird, um das vielleicht nochmal auf EU-Ebene nochmal neu durchzuspielen. Ich danke dir für das Interview, Roman, und dann auch dir viel Erfolg bei der Wahl, beziehungsweise vertretend für deine Partei. Herzlichen Dank.